Hochwas gibt es mittlerweile seit 1987. Die hat mein Vater damals aufgemacht, einen kleinen Ziegenstall aufgemacht. Da war hier so gut wie kein Tourismus. Damals wurde der Flughafen gerade gebaut, das heißt, er hat mehr oder weniger die ersten Touristen hier runtergebracht. Und das hat sich stetig entwickelt. Und mittlerweile ist unsere Tauchbasis schon eine etwas größere Mittelmeer-Tauchbasis geworden. Deutlich mehr Personal auch. Aber es gibt hier immer noch keinen Massentourismus und das ist immer noch das Schöne dran, dass es doch immer noch recht beschaulich und schön ist. Hinter der Tauchbasis Nerosport verbirgt sich in erster Linie mein Vater, das ist der Peter Mohr, der Sohn, das bin ich, der Dennis, aber auch meine Frau, die Britta, die sich hauptsächlich ums Büro kümmert, die Lebensgefährtin meines Vaters, die Lotte, die sich hauptsächlich um die Snackbar kümmert, das, also sich das Wohl der Gäste, um das Wohl der Gäste kümmert. Unsere langjährigen Mitarbeiter, Tauchlehrer, Divemaster, unser Hartmut ist seit 3 Jahren hier. Der Hans, der hat 13 Jahre für uns festgearbeitet und kommt jetzt in den Sommerferien immer noch und hilft uns. Viele Divemaster, Tauchlehrer, Assistenten. Unser Jonjo, unser Kapitän, der fährt seit über 25 Jahren für uns. Also verbindet eine sehr lange Geschichte auch mit meinem Vater. Der hat mich als Kind kennengelernt schon. Ja, ganz viele Helfer, die dafür sorgen, dass der Betrieb läuft. Jetzt was Besonderes so rausziehen würde, dann würde ich sagen, dass wir nennen den Begriff familienfreundlich. Wir sind eine familienfreundliche Tauchbasis. Es gibt viele Eltern, die lange nicht miteinander tauchen waren, weil einer immer daheim bleiben musste, um auf das Kind aufzupassen. Und die suchen nach einer Möglichkeit, dass sie denn mal endlich wieder zusammen tauchen gehen können. Und da bieten wir während der Tauchgänge eine kostenlose Kinderbetreuung an.
Und das ist nicht nur eine Kinderaufbewahrung, sondern es wird wirklich mit den Kindern was gemacht. Die lernen was oder man geht an den Strand spielen oder man bastelt was. Also ganz viele verschiedene Sachen und die gehen dann auch sehr zufrieden da immer raus. Und die Eltern sind da auch sehr glücklich mit, was wir anbieten. Ist generell das Tauchen bei Kindern möglich. Je nach Ausbildungsorganisation nennt sich das, bei SSI ist es Scuba Rangers, bei PADI ist es der Bubble Maker und bei CMS oder dem VDST, das ist der Verein für deutsche Sporttaucher, nennt sich das Junior CMS Einstern, auf das dann aufgebaut werden kann, je älter die Kinder werden. Aber das ist der erste Einstieg und da fangen wir im ganz flachen Wasser erstmal an. Nachdem die Kids sozusagen im Flachwasser erstmal reingekommen sind, dass man überhaupt weiß, wie atme ich und was gehört alles. Vorher machen wir natürlich eine Theorielektion, was für Ausrüstung gehört dazu. Aber wenn sie dann im knietiefen Wasser erstmal sich an das Atmen gewöhnt haben, dann tastet man sich langsam auch an das etwas tiefere Wasser ran. So, ihr habt alles drauf. Automat, Jacket und so weiter, alles kontrolliert, alles drin. Ich bin sehr gespannt, weil ich bin noch nie mit dem Boot rausgefahren, aber ich freue mich. Ja, und dann, wenn sie 10 sind, dann können sie den nächsten Schein machen. Wenn sie 12 sind, kann man da wieder drauf aufbauen. Und so geht das eigentlich weiter, dass sie langsam an den richtigen Tauchschein rangeführt werden.